Baseline. Hallöchen und grüß euch. Ja, ich kann es immer noch nach 2 Wochen. Krass. Krasser Tipp. Ja, 2 Wochen lang kein Video gemacht und heute das erste Video, Mann. Richtig cool. Ich habe auf alle Fälle wieder richtig Lust auf neue Videos. Ich habe euch... No homo! Ich habe euch wirklich vermisst. Scheiße, Mann. Richtig schleimig, aber ich muss es einfach so sagen. Es ist einfach so. Wie gesagt, ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen. Bei Facebook habe ich es nur gesagt, ja, geschrieben vielmehr. Und deshalb seid ich böse, dass ich jetzt hier noch einen kleinen Glitch habe. Einen entspannteren Glitch dafür auf alle Fälle. Denn ich zeige euch einen kleinen Wallbreach, der auf alle Fälle ein Weg in die gefährlichste Garage der Welt ist. Warum dieser Weg so gefährlich ist, das werdet ihr gleich sehen. Ihr werdet echt staunen, dass sowas überhaupt machbar ist. Ja, es geht wirklich. Und das ist ein unfassbarer, genialer Wallbreach. Das müsst ihr unbedingt euren Freunden zeigen. Hier ist diese Location gerade gewesen. Gerade habt ihr es ja gesehen. Und dann muss man so hineinspringen, so dass der Typ automatisch weiterläuft. Nach dem Springen sprintet der ja automatisch immer weiter. Und so kann man dann hier durch diese Mauer reinhüpfen nach unten auf diese Ebene, die ihr hier gerade seht. Dann müsst ihr hier spätestens, wenn ihr seid, den Fallschirm ausrüsten und dann auf dieses Fenster drauf zulaufen, auf den rechten Rahmen des Fensters. Und dann normal laufen, einfach weiterlaufen, bis man runterfällt und den linken Stick dann nach vorne gedrückt halten, wie es halt auch beim Laufen ist, bis zum Anschlag. Und dann kommt man automatisch in diese Garage. Nach ungefähr 1 bis 2 Sekunden Flugzeit landet man dann in der gefährlichsten Garage der Welt. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, warum sie so gefährlich ist. Ja, man kann hier leider nicht mit Autos reinfahren. Man kann hier nämlich nur reinfliegen. Und dann müsst ihr nur noch euren Freunden sagen, ja, es gibt eine richtig geile neue Garage. Und woher ihr sie habt, ja, könnt richtig schön angeben. Am besten mich noch erwähnen, damit wir alle was davon haben. Das war's auch schon für Glitch. Wie gesagt, ein kleinerer, entspannterer Glitch. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über riesig viel Likes freuen. Vor allem, liked mal das Video. Alle, die mich vermisst, da müsst ihr das Video liken. Also, wenn es jetzt nicht viele werden, dann blamiere ich mich hier richtig. 250 Likes sind drin, oder? Das ist nicht abgehoben. Hoffe ich doch mal. Dann hoffe ich, dass wir uns morgen sehen. Wie gesagt, morgen kommen die richtig geilen Glitches. Brandheiß. Und dann geht's morgen richtig los. Bis morgen. Euer Ian.